das Spiel zwischen dem SC Freital und dem SV 09 Arnstadt auf Team Rabenfront wird präsentiert von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Der zweite Spieltag der Oberliga ruft und wir waren in Freital zu Gast, wo der Aufsteiger von vor zwei Jahren, der SC Freital, auf den Aufsteiger aus der vergangenen Saison, den SV 09 Arnstadt, trifft. Beide Mannschaften bereits am vergangenen Wochenende in die Saison gestartet. Freital unterlag Bischofswerda in der Nachspielzeit mit 0:1. Arnstadt trotzte Bodissa Bautzen ein 2:2 Unentschieden ab. Vor der Partie wurde noch die Freitaler Verlängerung mit der Sparkasse bekannt gegeben. Lustiger Sidefact: die Sparkasse auch Trikotsponsor der Gäste aus Thüringen. Bei Freital hat auch er in dieser Saison wieder die Zügel in der Hand und er weiß, das zweite Jahr ist immer das Schwierigste. Klingt wie eine Floskel, bewahrheitet sich aber meistens. Hinein in diese Partie, Freital in Schwarz gegen den Weiß spielende Arnstädter, die Unsicherheit da gleich mal ausnutzten. Hedrich setzt sich klasse durch und dann nicht einmal geblockt, auch nicht zweimal, sondern dreimal schaffen es die Freitaler samt Matti Kamens, den Gegentreffer zu verhindern. Kamens spielte unter anderem schon für den FSV Zwickau und ersetzte den nach Koblenz in die Regionalliga gewechselten Christopher Hauswald. Philipp Schmidt, den wir hier gerade am Boden gesehen haben, in dem Gewühl wurde er an der Wade getroffen, konnte zum Glück aber weiterspielen. Die Gäste in den ersten Minuten aktiver. Hofmann mit einem langen Ball, der eigentlich schon abgefangen schien, aber nein! Messing setzte sich da durch und brachte den Ball in die Mitte, wo Scheuring allerdings den Ball über das Tor nickte. Freital hätte sich da aber nicht beschweren dürfen, wenn man zu diesem Zeitpunkt schon mit 0:2 hinten gelegen hätte. Die Hausherren in den ersten 20 Minuten wenig aktiv, vor allem in der Offensive. Und dann aber Wesseli und ein Pfiff. 11 Meter, ganz schwierige Situation. Henning pariert hier eigentlich mit dem Fuß erst den Ball, räumt dann zwar Wesley ab, eine vertretbare Entscheidung. Für mich persönlich aber einen Ticken zu wenig. Der Kontakt an der Wade ist da. Wesley kam aber doch schon zuvor zum Abschluss. An sich aber eine vertretbare Entscheidung. Marian Weinold wird diese ganze Diskussion zu Recht egal sein. Henning hatte zwar die Ecke, kann den Einschlag aber nicht mehr verhindern. Und so ging Freital praktisch aus dem Nichts in Führung. Gleichzeitig der erste Treffer für Freital in dieser Saison. Und für Marian Weinold, der die Kapitänsbinde trug. Robin Fluss ist unter der Woche Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Die Gäste aus Thüringen zeigten sich von diesem Treffer aber unbeeindruckt und blieben ihrem Spiel weiter treu. Und beinahe wären sie mit einer direkten Ecke erfolgreich gewesen. Hedrich, der da die Ecke richtig gefährlich Richtung langen Pfosten bringt. Und dann reicht's aber nicht ganz für die perfekte Antwort. Kurz vor der Pause drehte Freital dann aber nochmal auf und machte es richtig, richtig schön. Michael im Zusammenspiel mit Wesseli. Michael bringt die Flanke dann in die Mitte zu Marian Weinhold und der mit dem zweiten Treffer am heutigen Tag zum 2:0. Brutale Effizienz ist das, was die Freitaler hier im ersten Durchgang anboten. Eigentlich das große Thema der vergangenen Saison, hier machten sie es aber besser und brauchten wenig, um das Maximale zu erzielen. Mit dem 0:2 aus Sicht von Gästetrainer Martin Hauswald ging es in die Pause. Hauswald bestritt übrigens in seiner Karriere 25 Zweitliga- und 90 Drittliga-Partien. In der zweiten Halbzeit waren die Gäste weiter aktiv und drängten auf einen Treffer und zwangen Matti Kamens auch wie hier mal zu einer echten Glanzparade. Was für ein guter Freistoß von Messing, aber genauso gut auch die Parade vom 24-Jährigen. Ein Highlight gab es dann auch für alle Fans an der Zapfanlage, denn der SC Freital hat nun eigens designte Mehrweg-Bierbecher. Nicht nur nachhaltig, sondern auch ein echter Klassiker bei allen Fans und Zuschauern, die den Weg nach Freital auf sich nahmen. Umso mehr bleibt zu hoffen, dass sich die Zuschauerzahlen beim Oberligisten weiterentwickeln. Spielerisch flachte das ganze Spielgeschehen etwas ab, bis zur nächsten kniffligen Situation. Henning, Neuzugang aus Großenhain gekommen, wird hier zu Fall gebracht. Der Pfiff blieb aus. Der Ball ist es eigentlich nicht, den er da spielt. Glück für die Gäste. Für mich das hier mehr ein Elfmeter als in der ersten Halbzeit. Die Schlussminuten brachen an und von den Gästen kam jetzt nicht mehr ganz so viel in der Offensive. Es waren eher die Hausherren, die auf den dritten Treffer drückten. Schmidt konnte da aber den Freistoß von Wehrmann allerdings nicht mehr genügend drücken, kam nicht mehr an den Ball. Ansonsten wäre das definitiv der Deckel gewesen. Und kurz vor Ende der Partie hatte Messing der auffälligste
bei den Thüringen nochmal die Chance auf den Anschlusstreffer, fand aber wieder seinen Meister in einem stark auferlegten Matti Kamenz. Der zeigte, dass er ein absolut würdiger Ersatz für den abgewanderten Hauswald ist. Das wird er sicherlich auch noch unter Beweis stellen. Danach passierte nichts mehr. Freitag sicherte sich mit dem 2:0 die ersten drei Punkte der Saison. Als nächstes geht es für den SCF dann auswärts in Großenhain weiter. Uns war wichtig, dass wir 2:0 spielen. Uns war wichtig, dass wir das Ding hier gewinnen. Erster Heimspiel immer ein bisschen schwierig. Und ich denke, jetzt sind wir ganz gut in die Saison reingekommen. Und jetzt gucken wir, was die nächsten Wochen bringt. Insgesamt, glaube ich, geht es in Ordnung, der Sieg für Freital. Wir waren uns ja gerade, was die körperliche Geschichte angeht, einfach ein Stück weit überlegen. Aber ich glaube auch, ja, mit eben, wie schon gesagt, den zwei Sachen, wenn wir das erste Tor machen oder der Elfmeter vielleicht nicht gegeben wird, kann es auch in eine andere Richtung laufen. Wir haben halt aus den zwei Situationen da eben zwei Tore gemacht. Und dann, Fußball ist ein Ergebnissport, steht 2:0. Und das haben wir uns auch vorgenommen, heute hier zu gewinnen. Und das wollten wir eigentlich für die Fans, unseren Kapitän Flosse, weil er heute eben nicht dabei sein konnte, weil er Papa geworden ist unter der Woche. Und deswegen widmen wir auch so ein bisschen den Sieg heute. Willst du Gott zum Lachen bringen? Erzähl ihm deine Pläne. Trotzdem die Frage zum Saisonziel. Wir wollen hier absteigen, wollen uns weiterentwickeln. Ja, das ist eigentlich die Hauptsache. Wir haben mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Deswegen war wichtig heute die Heimspiele, dass die gewinnst. Und das haben wir gewonnen. Und jetzt freuen wir uns auf 14 Tage, wenn Halberstadt herkommt. Und dann gucken wir, was da passiert. Also für Freitag geht es darum, gar nicht erst unten reinzurutschen. Schauen wir auf die anderen Ergebnisse. Bautzen erneut nur mit einem Unentschieden. Plauen schlägt Halle. Und wir werfen einen Blick auf die Tabelle, die nach zwei Spieltagen eigentlich noch nichts sagt. Magdeburg als einziges Team mit 2 Siegen aus 2 Spielen. Halle startete mit 2 Niederlagen in die Saison. Das war's von uns. Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Ihr hoffentlich auch. Bleibt sportlich und bis bald. Euer Team Rabenfront.